Hallo und ahoi zum vierten Teil meines Let's Plays von Return to Monkey Island, einem Point-and-Click-Adventure von Terrible Toy Box aus dem Jahr 2022. Es ist das sechste Spiel in der Monkey Island-Reihe und entstand unter der Leitung des Serienerfinders Ron Gilbert. Das Video stammt aus einer Streaming-Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu. Diese findet ihr unten in der Beschreibung, bei YouTube auch in der Abspielleiste und bei PeerTube auf meiner Instanz über den Kapitelbutton im Player. Wir spielen die deutschsprachige Fassung mit Sprachausgabe und Untertitel. Ich freue mich über jeden Kommentar und wünsche viel Spaß beim Zusehen. Willkommen zurück. Wir sind bei Return to Monkey Island. Wir sind aber noch nicht returned, sondern wir sind erstmal returned auf Melee Island. Und da geht's jetzt weiter. Wir sind durch die Stadt gegangen, haben Stan und Otis und den Schlüsselmacher und so weiter kennengelernt. Haben auch mit Wally gesprochen, haben mit dem Koch gesprochen und wissen, dass wir einen Mob vom Mobbaum brauchen. Aber das ist auch schon alles, was wir bisher wissen. Und das ist noch nicht so viel. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier nochmal zum Haus der Gouverneure und gucken, was es da so gibt. Carla! Guybrush Threepwood. Hallo, Schwertmeisterin. Bereite dich darauf vor, meine Klinge zu schmecken, du angespülter Stümper. Alles nur nicht dein Essen. Ha! Geschenkt. Aber es funktioniert. Es ist schön, dich wiederzusehen. Gleichfalls. Wie geht es dir mit dem Gouverneurinnenamt? Es ist nicht so einfach, wie ich gehofft hatte. Du kannst nicht einfach allen sagen, was sie tun sollen und davon ausgehen, dass sie es auch tun. Das ist Neuland für mich. Nicht für mich. Vielleicht sollte ich Gouverneur werden. Ich habe von deiner Frau gehört. Sie kommt vorbei, um über die Skorbut-Gesetzgebung zu sprechen. Ich nehme an, dass du irgendwie damit zu tun hast? Elaine sagte, dass das Programm von Captain Madison behindert wird. Nicht der legislative Teil, sondern die öffentliche Finanzierung. Die Stadt steckte vor einiger Zeit in der Klemme und diese Captain Madison sah eine Chance. Sie hat uns das Geld geliehen, das wir brauchten, aber jetzt sitzen wir in der Klemme und müssen die Zinsen zahlen. Dinge wie Sozialprogramme, Abfallentsorgung und die Instandhaltung der Stadt werden auf die lange Bank geschoben. Ich mag diese Frau jede Minute weniger. Da sind wir schon zu zweit. Das Haus hat sich nicht sehr verändert. Elaines Stil ist immer noch überall zu sehen. Sogar die Bücher sind von ihr. Es sind jetzt meine Bücher, wie du ja weißt. Ich suche nach dem Geheimnis von Monkey Island. Schön für dich. Ich habe es nicht. Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Ich mache das einfach gern. Üben ist schön, aber ich habe im Moment viel zu tun. Gouverneurinnenzeug. Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. Beinhaltet nicht das Geheimnis von Monkey Island. Ach Mensch. Es ist ein Kochbuch. Es hat 4 Sterne, aber es sieht so aus, als ob sie für die Schwierigkeit stehen. Es ist dicker, als ich es mir vorgestellt habe. Warnung. Versuchen Sie diese Tricks nicht zu Hause. Hinweis für den Leser. In diesem Buch werden keine Verkleidungsgeheimnisse enthüllt. Ich fand schon immer, dass es wie mein altes Schiff, die Sea Monkey, aussieht.
Sieht aus, als wäre Carla nicht besonders scharf darauf gewesen, sich porträtieren zu lassen. Was war's dran? Okay, also hier können wir offensichtlich nicht viel machen. Ich erinnere mich gar nicht mehr, wie das beim ersten Durchlauf war. Aber das kriegen wir auch noch raus. Was für eine schöne Karte. Da ist der Ausguck, da sind wir, hier ist der Wald, da ist die Werft. Warnung, der dunkle Wald ist tödlich und verwinkelt. Karten werden dringend empfohlen. Dann sollten wir da vielleicht nicht hingehen. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich sie geliebt. Museum für Piratenkunde. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich sie geliebt, bis ich 2 Tage lang in einer gefangen war. Die durften mittlerweile illegal sein. Vor einiger Zeit habe ich hier auf dem Rasen ein T-Shirt gewonnen. Hallo. Willkommen im Melee Island Museum für Piratenkunde. Ich bin Conrad, der Kurator und Dozent hier. Ich gebe auch den Pirate Times Newsletter heraus. Hier, nehmen Sie meine Visitenkarte. Danke. Das Museum beherbergt die größte Piratensammlung in der Karibik oder zumindest auf Melee Island. Die Herkunft jedes Artikels wurde von mir und meinem Team sehr sorgfältig recherchiert und überprüft. Authentizität ist unsere Devise und unser Versprechen. Schauen Sie sich ruhig um. Und wenn Sie Fragen haben, fragen Sie einfach. Wie um alles in der Welt kommen Sie an diese Notiz? Oh ja, das ist sehr interessant. Sie wurde in der Bibliothek von Fat Island in einem Buch versteckt gefunden. Es ist die Nachricht, die der Geisterpirat LeChuck bei der Entführung von Gouverneurin Mali hinterlassen hat. Ich weiß, was es ist. Der Speer hat sie mir gegeben, kurz bevor ich meine 3 Prüfungen beendet habe. Ich war niedergeschlagen, aber unverdrossen. Ich stellte eine Mannschaft zusammen und segelte nach Monkey Island, um sie zu retten. Nicht, dass sie es gebraucht hätte, wie sich herausstellte. Wow, Mann. Sie sind wirklich engagiert bei der Sache. Ich habe eine Rollenspielgruppe am Donnerstagabend. Sie glauben mir nicht? Es ist keine Frage des Glaubens. Macht nichts. Es ist nicht wichtig. Diese Karte kommt mir bekannt vor. Das ist ein Viertel der Originalkarte zum Schatz von Big Warp. Ich habe es von dem Kartenzeichner auf der unteren Straße. Offenbar war er irgendwie an der Suche nach Big Warp beteiligt. Das Einzige, was Wally geschafft hat, war, von LeChucks Handlangern entführt zu werden. So erzählt er es aber nicht. Ich versuche nur zu helfen. Danke, ich habe es unter Kontrolle. Nun ja. Was ist das für ein geschmolzener Metallklumpen? Es war einmal ein Krug, der durch eine Art von Säure geschmolzen wurde. Man fand ihn vor vielen Jahren im Gefängnis von Mili, nach einem Vorfall, bei dem etwa 20 Piraten entkamen. Hey, das war ich! Ich musste den Grog immer wieder von Krug zu Krug gießen, weil er sie zum Schmelzen brachte. Ich hatte einen Arm voller Krüge und jonglierte sie den ganzen Weg von der Scumbar zum Gefängnis. Alles nur, um Otis in meine Mannschaft zu holen. Im Nachhinein betrachtet nicht meine beste Entscheidung. Das ist eine ziemlich wilde Geschichte. Ich sage Ihnen die Wahrheit. Ich bin mir sicher, das tun Sie. Es stimmt nur nicht ganz mit den offiziellen Aufzeichnungen überein. So dass es schwer zu belegen ist. Belegen? Sie haben einen Augenzeugen. Augenzeugen sind notorisch ungenau. Das menschliche Gedächtnis ist plastisch und beeinflussbar. Ihres offenbar nicht. Nein, natürlich nicht. Ich handle mit Fakten. Was können Sie mir über diese Augenklappe erzählen? Das ist der ganze Stolz der Sammlung. Sie gehörte Captain John Laney, dem Piraten der 1000 Gesichter. Angeblich hatte sie Voodoo-Kräfte, die ihn verkleideten. Ich habe es aber ausprobiert und es ist nichts passiert. Das ist ein wirklich großer Papagei. Ich frage mich, wie viele Hände er schon gefressen hat. Womit füttern Sie ihn? Hauptsächlich mit Dieben. Gut zu wissen. Erzählen Sie mir etwas über diesen Holzklotz. Das ist eine Originalplanke von der Golden Pint. Von Francis Drake persönlich signiert. Ist das ein linker oder ein rechter Haken? Der gehörte einst dem gefürchteten Piraten Meathook. Angeblich war er beidhändig. Außerdem
wohnt er früher genau hier auf Mili. Was ist die Bedeutung des Holzbeins? Das gehörte der berüchtigten Peckleck Paddy. Darin versteckte sie ein Ersatzmesser für den Fall einer Gefangennahme. Leider ist das der Grund, warum sie nicht mehr unter uns weilt. Was hat es mit dem Fahndungsplakat auf sich? Das ist das früheste bekannte Fahndungsplakat für Captain Kate Capsize. Wie berühmt-berüchtigt sie war, erkennen Sie an der großen Zahl der dort aufgeführten Verbrechen. Sehr beeindruckend. Ich habe es von einem Sammler auf Fat Island bekommen. Das sind eigentlich meine Verbrechen. Zu dieser Zeit war ich so etwas wie der Staatsfeind Nummer 1 auf Fat Island. Ich habe Kates Bild darauf geklebt, damit sie im Gefängnis landet. Das würde niemals funktionieren. Niemand ist im echten Leben so ahnungslos. Das ist absurd. Es ist, als ob diese ganze Wand aus meinen persönlichen Abenteuern bestünde. Aber irgendwie werde ich in ihren Geschichten nicht einmal erwähnt. Das ist das Tolle an diesem Museum. Jeder stellt seine eigene Verbindung zu den Exponaten her und die ist für jeden sehr persönlich und unterschiedlich. Das ist überhaupt nicht das, was ich zu sagen versuche. Das ist in Ordnung. Sie brauchen nichts zu sagen. Hören Sie einfach darauf, was die Exponate Ihnen sagen. Na schön. Was war das für ein Ding da an der Wand? Oh, das. Ja, das war ein nicht abgeschickter Liebesbrief, geschrieben von Elaine Marley, als sie Gouverneurin der Insel war. Was? Elaine? Der Empfänger wurde nur als Honighäschen bezeichnet. Das bin ich! Es war ein wirklich rührender Brief. Leider habe ich die Kerze zu nah an den Brief gestellt. Was stand da drauf? Sagen Sie mir, was sie geschrieben hat. Ach, Sie wissen schon. Liebesbriefzeug. Ehrlich gesagt erinnere ich mich an kein Wort davon. Aber es war rührend. Vielen Dank auch. Das ist ein schöner Sarg. Der mit dem Ruder, ja. Der Sarg hatte einen großen Wasserschaden, als ich ihn von der Voodoo-Lady in der Stadt bekam. Aber ich habe es geschafft, ihn zu restaurieren. Er wurde von einem bekannten Kapitän bei einer waghalsigen Flucht aus einem türkischen Gefängnis benutzt. Der Wasserschaden stammt eigentlich aus dem Sumpf auf Scab Island. Unwahrscheinlich, denn das betreffende Gefängnis liegt nicht in der Nähe von Scab Island. Sie sollten überlegen, einen Forschungsassistenten einzustellen. Oh, das habe ich. Unbezahlt, versteht sich. Praktikant. Okay. Also ich schätze mal, dass wir diese Augenklappe haben möchten. Augenklappe von Captain John Laney, dem Piraten der 1000 Gesichter. Die Vitrine ist verschlossen. Es ist eine sehr kleine Schrift drauf. Oh. Ja, da wissen wir ja schon, was wir machen müssen. Die Zahlen sind etwas deutlicher, aber immer noch zu klein, um sie zu lesen. Dann müssen wir wohl was anderes machen. Besser ist es, für jedes Auge eins zu haben. Wenn du meinst. Hey, Wally. Ich suche einen Baum, aus dem ich einen dummen Mob machen kann. Hast du eine Karte dafür? Der Koch hat dich also auf eine seiner spirituellen Reisen geschickt. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine dieser Mob-Baumkarten gemacht habe. Was für ein Baum ist es nochmal? Ich weiß es nicht. Einer aus Holz? Das ist in Ordnung. Bring mir einfach einen Splitter des Holzes und ich kann mich darum kümmern. So gut bin ich. Okay. Tschüss. Dann müssen wir also doch noch mal zu dem... Ich versuche, mich von Seeungeheuern fernzuhalten. Mir war doch so, dass man da... einen Teil... des Stocks braucht. Also des... Stils des Mobs. Hi. Sind Sie mein Kellner?
Ich möchte das exzellente Gericht, das ich letzte Woche im Haus der Gouverneurin gegessen habe. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber es war so etwas wie eine warme Mahlzeit. Aber ich bin nicht... Es waren Zutaten drin oder so. Ich bin nicht Ihr Kellner. Das habe ich Ihrem inkompetenten Koch schon gesagt. Aber er hat mir immer noch nicht mein Abendessen gebracht. Ich arbeite nicht hier. Ich bin kein Kellner. An die Arbeit! Sofort, Sir. Du siehst aus, als hätte der Gesundheitsinspektor deinen Eintopf probiert. Oder du. Schlimmer. Marlon Marlin ist hier. Wer? Der Kunde, von dem ich Albträume habe. Er ist der einzige Importeur von Yak-Fett auf der Insel. Also muss ich ihn bei Laune halten, aber er macht das unmöglich. Heute möchte er, dass ich ihm ein Gericht koche, das er letzte Woche bei einer Veranstaltung im Haus der Gouverneurin gegessen hat. Aber natürlich weiß er nicht mehr, wie es heißt, was drin ist oder welche Farbe es hatte. Er sagt, er glaubt, dass da Zutaten drin waren. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich machen soll. Wo sagte er, dass er das Gericht gegessen hat, das du machen sollst? Im Haus der Gouverneurin. Wahrscheinlich ist es ein exotisches, seltsam schmeckendes Gericht aus einem protzigen Kochbuch. Wenn ich dir ein Rezept bringe, kannst du es dann zubereiten? Natürlich. Ich bin ein Koch. Siehst du den Hut? Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe. Ich kenne ein tolles Eintopfrezept für Affenköpfe, aber das fällt mir gerade nicht ein. Okay. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Danke. Können wir jetzt? Wenn ein Monokel gut ist, sind zwei besser. Das ist doch eine gute Idee. Bleib weg von meinem Mob. Nun, das ist definitiv ein Mob. Ich erinnere mich an diesen Gestank, als wäre es gestern gewesen. Also irgendwie müssen wir ihn ablenken. Wahrscheinlich müssen wir ihn dadurch ablenken, dass wir ihn kochen lassen. Ach ja, ist doch umständlicher, als ich es in Erinnerung habe. Doppelten den Code sehen können? Ah, kristallklar. Ich werde das einfach aufschreiben. Das ist doch schon mal was. Brauchen wir noch irgendwas wahrscheinlich, um den Papagei abzulenken, denn der könnte uns gefährlich werden. Buchlein? Du hast ganz schön Nerven, das zu fragen. Du hast das letzte Buch, das du ausgeliehen hast, nicht zurückgebracht. Ich musste ein neues Exemplar kaufen. Du hast dich nicht einmal entschuldigt. Das habe ich völlig vergessen. Natürlich hast du das. Du denkst wie eine Kuh. Thank you.
Ich bin wegen eines Rezepts gekommen. Ein Gericht, das du kürzlich bei einer Veranstaltung serviert hast. Es wurde als scharf und mit Zutaten beschrieben. Klingelt da was? Ich organisiere viele Veranstaltungen, aber ich fürchte, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich habe nicht wirklich etwas zu sagen. Ich mache das einfach gern. Üben ist schön, aber ich habe im Moment viel zu tun. Gouverneurinnenzeug. Ich mag dein Plüsch... ich glaube, es ist ein Hund. Bitte nimm ihn und wirf ihn weg. Er war ein Geschenk des Grafen von Thickwater, der ein verachtenswertes Schwein ist. Es ist eine Menge Arbeit, Gouverneurin zu sein. Kann ich mir ein Buch leihen? Du hast das letzte Buch, das du ausgeliehen hast, nicht zurückgebracht. Ja, ja. Du hast dich nicht einmal entschuldigt. Tut mir leid. Ja, ich höre die Worte, aber irgendwie helfen sie nicht. Ich brauche mehr als das. Oh, dann sollten wir vielleicht unseren... Die Voodoo-Lady sagte, es sei ein Vergebungsfrosch. Liebe Carla. Liebe Carla. Dass ich das... Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. Wie deine Taten in Port Elizabeth beweisen, bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Das ist für dich. Du gibst mir einen Frosch? Es ist ein Vergebungsfrosch, wenn Worte nicht ausreichen. Liebe Carla... Das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Was? Liebe Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Auf alle Fälle leidenschaftlich zur Leidenschaft. Leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. Das war Port Elizabeth. Wie deine Taten in Port Elizabeth beweisen, bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich verspreche, mich in Zukunft zu bessern. Das ist für dich. Liebe Carla... Ich bin skeptisch. Das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Okay. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Komisch. Warum denn dieses? Scharf. Pirate Times Redakteur Conrad Lee, bereit, ihr unerkanntes Genie zu veröffentlichen. Liebe Carla, tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Doch, ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist.
Wie deine Taten in Port Elizabeth beweisen, bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Du machst mir eine Heidenangst. Das ist für dich. Liebe Carla, das ist eine nette Geste. Und es sieht so aus, als wüsstest du sogar etwas über mich. Eine Sache. Das kannst du besser. Ich lehne deinen Frosch ab. Ha. Dann muss ich doch nochmal nachgucken. Ich bin mir sehr sicher. Genau. Hier sind wir angekommen. Haben wir dieses Poster gesehen. Wählen Sie Gouverneurin Carla. Sie ist dem Pflichtbewusstsein verpflichtet. Ach, Schiete. Ich dachte wirklich, ich hätte das andere. Aber gut. Da haben wir was gelernt. Aber hier war wirklich Port Elizabeth. Es sieht nicht fertig. Zu Ehren der 27. Gouverneurin von Mealy Island, Carla der Schwertmeisterin, für ihre heldenhaften Taten in Port Elizabeth. Ja. Die Immobilie wurde im Auftrag von Madison Enterprises zwangsversteigert. Oh, das war mein Lieblingskrimskramsladen. Die Immobilie wurde im Auftrag von Madison Enterprises zwangsversteigert. Was für eine Person malt einfach so auf eine Wand? Das ist eine gute Frage. Ach so, wir haben ja noch eine Nummer. Da können wir ja mal schnell noch. Bei Frau Smith. Hallo, Mr. Brush. Hallo. Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher. Der muss für eine hochwertige Vitrine sein. Sind Sie ein Sammler? Ja. Briefmarken. So. Nun aber. Liebe Carla. Liebe Carla. Buch? Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Pflichtbewusstsein. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Wie deine Taten in Port Elizabeth beweisen, bitte akzeptiere meine demütige Entschuldigung. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. So. Wenn das jetzt nicht passt, das ist es auch nicht. Liebe Carla, ich bin beeindruckt, Guybrush. Erstaunlich aufmerksam, wenn man bedenkt, dass es von dir kommt. Ich bin seltsam bewegt, dir zu verzeihen, dass du mein Buch verloren hast. Und ich werde diesen Frosch als Erinnerung an die Zeit, in der du etwas richtig gemacht hast, in Ehren halten. Kann ich mir dieses Kochbuch ausleihen? Du kochst wie eine Kuh. Deshalb brauche ich das Kochbuch. Oh, na gut. Ich war verärgert, als du das letzte verloren hast. Aber es scheint dir wirklich leid zu tun. Also gebe ich dir wohl noch eine Chance. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde das auf jeden Fall zurückgeben. Sehr gut. Dann geben wir das wohl jetzt mal dem Koch. Mal vorher noch mal auf die Werft gucken. Wow, es ist schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe.
Das Vermögen dieser Einrichtung wurde beschlagnahmt, um eine Sammelklage beizulegen. Schönen Tag noch. Die Fenster sind mit Brettern vernagelt und es ist sehr dunkel da drin. Ist das eine alte Zahnbürste? Da steht Tans Gebrauchtschiff-Bazar. Es ist so traurig. Stans Bazar war früher der beste Ort, um gebrauchte Schiffe zu kaufen. Ich erinnere mich noch daran, wie diese Fackeln bei Stans Gebrauchtschiff-Bazar wie auf einem Rummelplatz leuchteten. Es ist ein ausgetrockneter alter Meeresschwamm. Stan hat damit seine Schiffe gereinigt. Jetzt ist er verrostet. Stan hat damit seine Schiffe gereinigt. Jetzt ist er verrostet. Es gab eine Zeit, in der jeder Liegeplatz mit einem von Stans gebrauchten Schiffen belegt war. Dies war einmal ein so heller, fröhlicher Ort. Auf dieser Seite der Insel sieht er immer größer aus. Oh, eine Quizcard. Aber ist auch nicht mehr so bevölkert. Nun gut. Das habe ich im Haus der Gouverneurin gefunden. Aha, das geheimnisvolle Gericht muss da drin sein. Ich habe keine Ahnung, welches es sein wird. Also muss ich sie einfach alle machen. Ich mache mich besser an die Arbeit. Danke, Guybrush. Das wird ausgezeichnet. Jetzt haben wir ein Stück vom Holz. Nie wieder beschweren. Brillante Innovation. Und das bedeutet, wir können jetzt uns eine Karte machen. Hoffe ich zumindest. Wally, hier ist ein Stück von dem Holz, das du wolltest. Kannst du mir jetzt eine Karte machen? Klar, hier ist sie. Danke, Wally. Und so. So. Ich glaube, man muss sich immer an den Blumen orientieren, die hier drauf sind. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier oben lang und dann da, wo die pinken sind und dann da, wo die grünen sind. Klassisches Exemplar der Philea nadellus, eine fleischfressende, gefäßbildende Dicotyledonenart, die für ihre geschmackvolle Färbung, ihr leichtes Wackeln und ihre vielen kleinen scharfen Zähne bekannt ist. So. Genau, also grün, jetzt da, wo die türkisen Pilze sind und dann nochmal, wo die Pilze sind.
Ich habe mich wohl verlaufen. Was? War ja gar nicht sein. Dann haben wir das... Ach so, ja, ich habe vorhin... Genau, dann gehen wir jetzt hier lang. Dann gehen wir da, wo das ist. Und dann da, wo die Pilze sind. Dann nochmal da, wo die Pilze sind. Und dann da, wo die Pilze, da, wo die grüne Pflanze ist und da, wo die violette Pflanze. Noch eine Quizkarte? Nein. Charakteristische Form verrät mir, dass es sich um den seltenen, vom Aussterben bedrohten Mealy Island Mopstielbaum handelt. Das klingt so, als hätten wir den richtigen Baum gefunden. Dann schnitzen wir uns wohl mal einen Stamm. Weitere Ressource hat mich bei der Verwirklichung meiner persönlichen Ziele tatkräftig unterstützt. Dafür ist die Natur da. Hey, kleines Reh! Ich muss sie aufgeschreckt haben, als ich geschnitzt habe. Manche Tiere sind ziemlich scheu. Ich nehme eine Abkürzung zurück. Ja. Ich hatte schon Diskussionen, aber hier steht relativ eindeutig das Etikett auf der Cracker-Mischung lesen. Könnte man vermuten, dass es eine Mischung von Crackern ist, aber es ist... Speziell angereichert für die gesunde Ernährung von Papageien. Na, es ist nicht ganz eindeutig, dass es sich nur um eine Backmischung handelt. Aber ich meine, Mischung für die gesunde Ernährung würde ich von Papageien suggerieren, dass es eine Backmischung ist und nicht fertige Cracker. Könnten wir das ja einfach auf den Papageien verwenden? Er scheint nicht interessiert zu sein. So. Jetzt könnten wir natürlich versuchen, das Schloss zu öffnen und das Ding zu klauen, bevor wir die Wachpapageien bestechen können, aber das scheint mir wie keine gute Idee. Also machen wir das nicht. Sondern... Hallo, Mr. Brush. Hallöchen. Mr. Brush. Ich habe eine Crackermischung gefunden, mit der man frische Cracker in Ihrem Ofen backen kann. Danke. Die auf dem Teller sind schon ein wenig alt. Nehmen Sie sich welche, wenn Sie möchten. Da sage ich nicht nein. Doch.
Nun aber. Wir gehen hier rein. Wir nehmen die Cracker aus dem. Und wir benutzen den Schlüssel mit der Vitrine. Er passt nicht. Was? Achso, ja. Falscher. Erfolg. Was erwartest du denn von mir, Elaine? Dass ich eine Erklärung abgebe? Natürlich nicht, Carla. Wir müssen die Öffentlichkeit dafür gewinnen. Daran arbeite ich. Die Menschen hier mögen keine Einschränkungen, selbst wenn sie zu ihrem Besten sind. Aber wir können den Schiffen, die in den Norden fahren, eine Auflage machen. Es gibt bereits eine Zollkontrolle. Die Infrastruktur ist also vorhanden. Es ist ein Anfang. Skorbut ist ein großes Problem. Wir sollten alles tun, was wir können. Einverstanden. Alles. Ich habe einen langen Weg hinter mir. Steht noch etwas anderes auf der Tagesordnung? Kaffee? Okay. So, jetzt haben wir diese Dings, diese Augenklappe, aber die geht ja nicht mehr. Das heißt, wir müssen erstmal hier zur Voodoo-Lady und dann... Kannst du das reparieren? Ah, die berühmte Augenklappe von John Laney. Wie ich vermutet habe, ist die Magie schon lange verflogen. Gut, toll. Also kannst du sie wieder aufladen? Das kann ich. Wenn... Wenn? Wenn du mir noch eine Sache bringst. Einen besonderen Talisman von großer Macht. Und das hättest du mir nicht früher sagen können? Das hätte ich. Du musst mir den Biss der 1000 Nadeln bringen. Dann werde ich deine Augenklappe wieder aufladen. Der Biss der 1000 Nadeln? Kannst du etwas genauer sein? Nein. In Ordnung. Ich werde sehen, was ich tun kann. Was gibt's Neues, Leute? Nicht viel, aber komm morgen unbedingt zu uns in den Laden. Den Biss der 1000 Nadeln. Hey, Wally. Also, der Speer ist immer noch am Start. Jau! Es ist gut, um Stress abzubauen. Es ist weich und extra flauschig. Es ist ein gruseliger Schrumpfkopf mit langen, strähnigen Haaren. Jetzt kann man aus jedem dieser Teile scheinbar einen Mob basteln. Ich will jetzt den Schrumpfkopf nehmen und mit dem Mobstiel. Ich habe einen Mob gemacht. Okay. Wir hätten aber auch das Plüschtier nehmen können. Jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich wäre auch der Schwamm gegangen. Okay. Viele Möglichkeiten. Sobald man einen Schlüssel hat, muss man die Tür öffnen. Das haben wir zum Glück ja schon gemacht.
Ein klassisches Exemplar der Filea nadellus, eine fleischfressende, gefäßbildende Dicotyledonenart, die ihre geschmackvolle Färbung, ihr leichtes Wackeln und ihre... Hab dich, du spitzer kleiner Tracheophyt! Schön, der Biss der 1000 Nadeln. Sag mir, ist das ein uralter, mächtiger Zauber oder einfach eine Pflanze, die du im Wald gefunden hast? Du warst ziemlich undeutlich, was du wolltest, selbst für deine Verhältnisse. Ich habe mein Bestes gegeben. Nun gut. Du warst ja schon immer nur von der Sorte. Nah genug. Danke. Ihr Geister der Täuschung und des Todes, trinkt eure Verjüngung und erwacht. Tod? Kein Grund zur Sorge. John Laney, dieser unglückliche Junge braucht deine Hilfe. Hey! Erbarme dich seiner und gib ihm die Kraft, sich vor seinen Feinden zu verstecken. Du musst es nicht so ausdrücken. Das war's? Es sei denn, du möchtest die erweiterte Servicegarantie in Anspruch nehmen. Nein, danke. Ich bin kein Trottel. Was schulde ich dir? Vielleicht probierst du sie erst an, bevor wir über die Bezahlung sprechen. Und? Wie sehe ich aus? Ja! Was zum Teufel? Ich sehe aus wie ein Zombie. Ist sie kaputt? Naja, ich tue, was ich kann. Ich trage sie nur, wenn ich sie wirklich brauche. Gern geschehen. Ich glaube, ich bin bereit, in See zu stechen. Ja, das würde ich auch sagen. Und dummer oder glücklicherweise, wie man es nimmt, sind aber auch schon wieder... Ist schon wieder die Zeit für eine Episode um. Wir würden mal noch einen Blick in das Quizbuch werfen und gucken, ob wir noch eine Quizfrage haben können. Das Wappen auf dem Bermuda-Eisschloss zeigt Folgendes. Ein Schwertfisch, ein Fisch und zwei Schwerter, ein Schwert und zwei Fische, ein Fischschwert. Da wir sie noch nicht in Bermuda sind, würden wir diese Frage, glaube ich, zurückstellen. Was haben wir denn hier? Das Geisterhuhn mit Verdauungsproblemen heißt Molly, Lola, Madison, Polly. Also Madison und Polly würde ich ja ausschließen. Aber auch da sind wir noch nicht gewesen. Deswegen werden wir das wohl auch später beantworten. Ah! Das ursprüngliche Monkey Island wurde erstmals veröffentlicht auf Atari ST, Amiga, IBM PC oder C64. Ah, ich hätte gesagt Amiga. Nee, Amiga war glaube ich später. Also IBM PC war es mit Sicherheit nicht. Es müsste Atari oder Amiga... Und die war ja natürlich auch damals, das C64 war auch noch relativ verbreitet. Da bin ich mir nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber Amiga war, glaube ich, nicht so verbreitet, dass man das da erst veröffentlicht hätte. Wahrscheinlich eher Atari oder C64. Versuchen wir es mal mit C64, würde ich sagen. Also definitiv muss es eine 16 oder weniger Farbenversion davon gewesen sein. Im IBM-PC gab es auch eine 16 Farbenversion, aber auch dann eine 256 Farbenversion. Also das war falsch. Schade. Der Name der Voodoo Lady lautet... Rina Voodoo Lady Beth, sie hat keinen Namen. Das hat sie uns ja zum Glück verraten. So, da haben wir also noch mal eine richtige Antwort gemacht. Und hier haben wir auch noch zwei, die wir vielleicht beantworten können.
Das Spiel Monkey Island hieß früher Mutiny on Monkey Island, The Pirates of Monkey Island, Voyage to Monkey Island, That Pirate Game. That Pirate Game hätte ich fast gesagt. Wohl natürlich. Also Mutiny würde auch Sinn ergeben, würde keinen Sinn ergeben, weil das wird zwar gemeutert, aber nicht auf Monkey Island, sondern erst ja vorher schon. Oder naja, gut, wenn man es eng genau nimmt, dann ist es schon auch. Okay, also das weiß ich auch nicht. Wallys Laden befindet sich auf einer polizeilichen Überwachungsliste der oberen Straße Street oder A Street der unteren Straße. Er befindet sich auf der unteren Straße. So, okay. Haben wir also noch Fragen beantwortet und sind da auch ein weiterer gekommen. Aber ansonsten, wenn wir genau an dieser Stelle Abspeisung. Und genau, dann hier auch den Stream für heute beenden und die Aufnahme für heute beenden. Also, herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann werden wir beim nächsten Mal sehen, ob wir mit unserem neuen Mob und unserer Verkleidung aufs Schiff kommen. Das wäre ja hilfreich. Bis dahin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Das ganze Let's Play gibt's als Playlist auch auf YouTube oder PeerTube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt's unten in der Beschreibung. Bis denn dann!